Was ist, wenn ich dir jetzt sagen würde, dass du einen YouTube-Kanal starten kannst, ohne dein Gesicht zu zeigen oder ein einziges Wort zu sprechen? Wenn du über YouTube nachdenkst, denkst du mit Sicherheit an die konventionellen YouTuber, wie zum Beispiel mich, die gerade vor der Kamera stehen und in ein Mikrofon sprechen. Tatsache ist, dass es da draußen viele Kanäle gibt, die sehr viel Geld verdienen, ohne ein einziges Wort selbst zu sprechen. Und wie du sicherlich weißt, ist YouTube der beste Ort, um sich ein Online-Business aufzubauen. Und der erste Schritt ist oftmals der schwierigste, und das ist, ein gutes Kanalthema herauszusuchen, um welches deine Videos dann auch gehen sollen. Und ich bekomme jeden Tag super viele Nachrichten von Zuschauern, die einen YouTube-Kanal starten möchten, sich aber vor der Kamera nicht zeigen möchten. Also dieses Video ist für dich, und in diesem Video zeige ich dir eben 33 verschiedene Kanalideen, wo du dich weder zeigen noch sprechen musst. Damit gesagt, fangen wir direkt mit Nummer 1 an. Kanalidee Nummer 1 sind Klaviervideos. Du kannst nämlich Klaviervideos aufnehmen, wo du dich quasi beim Spielen filmst, dein Gesicht aber nicht zeigen musst, und in diesen Videos musst du logischerweise auch nicht sprechen. Du kannst natürlich auch, wenn du dich nicht selbst beim Klavierspielen filmen möchtest, eine Software benutzen, die für dich dann sogenannte Klaviervideos generiert. Synthesia heißt diese Software. Ich werde euch jetzt hier auch mal ein paar Bilder einblenden. Und für die Videoaufnahme kannst du dann halt eben ein ganz kostenloses Tool nutzen, was sich OBS Studio nennt. Und damit kannst du halt eben deinen Bildschirm dann aufnehmen und sozusagen Synthesia dann halt eben auf Video aufnehmen. Dieser Kanal hier hat genau mit dieser Methode über 1,2 Millionen Abonnenten generiert. Jeden Monat erzielt dieser Kanal 17 Millionen Aufrufe, was einfach unglaublich ist. Kanalidee Nummer 2, wo du weder dein Gesicht zeigen musst noch sprechen musst, sind ganz einfach Kochvideos. Denn wenn du Kochvideos produzierst, musst du weder dein Gesicht zeigen noch musst du sprechen. Du musst nur ein paar Texte einblenden, um den Leuten zu zeigen, was sie gerade tun sollen. Und dann kannst du dich halt eben selbst beim Kochen aufnehmen. Du kannst zum Beispiel einfach deine Hände filmen, musst dich aber nicht zeigen. Du kannst aber auch Bekannte fragen, ob du sie beim Kochen filmen darfst, oder du kannst sogar Freelancer auf Plattformen wie zum Beispiel Fiverr beauftragen, für dich so ein Kochvideo aufzunehmen. Und Kanäle wie dieser namens Tasty Recipes haben über 1 Million Abonnenten aufgebaut und machen jeden Monat damit 3 Millionen Aufrufe. Und ihr müsst euch überlegen, das nur durch Kochvideos. Und in den meisten Videos sprechen sie gar kein einziges Wort. Also verlangt es noch nicht einmal deine Stimme. Kanalidee Nummer 3, bei der du dich nicht zeigen oder sprechen musst, sind Streetfood-Videos. Das Thema ist zwar ähnlich wie bei Kochen, es geht also um Essen, aber du musst dich hier noch nicht mal beim Kochen filmen. Der Fokus liegt hier wirklich auf Streetfood-Videos. Du kannst dich zum Beispiel mal in deiner Umgebung erkundigen, wo der nächste coole Streetfood-Markt ist, und den einfach mal besuchen. Du kannst aber auch in andere Städte verreisen oder sogar andere Länder besuchen. Es gibt auch immer mal wieder große Events, wo es halt eben ganz, ganz viele Wegen gibt, die Streetfood verkaufen. Und ich zeige dir jetzt mal, wie lukrativ diese Nische sein kann. Dieser Kanal namens Asian Streetfood hat fast 6 Millionen Abonnenten aufgebaut. Sie generieren im Monat 300 Millionen Aufrufe, was einfach unfassbar ist. Und das ist auch mit Abstand der größte Kanal, den ich in diesem Bereich gesehen habe. Bevor du jetzt direkt zum nächsten Streetfood-Wagen losrennst und ein Video aufnehmen möchtest, frag doch den Besitzer davor nochmal, ob es für ihn okay ist, wenn du eben dieses Video aufnehmen darfst und letztendlich dann auch auf YouTube hochladen darfst. Die meisten haben aber damit gar kein Problem, weil es natürlich für sie auch Werbung ist. Kanalidee Nummer 4 ist ASMR. ASMR-Videos schauen bzw. hören die Leute sehr, sehr gerne an, um sich eben zu entspannen oder zum Beispiel einzuschlafen. Um dir mal ein Beispiel zu zeigen, schau dir einfach mal diesen Kanal namens Cracker ASMR an. Und sie haben fast 100.000 Abonnenten und laden Videos hoch, wo sie zum Beispiel die Tastatur reinigen. Und Leute lieben es einfach zuzuhören. Manchmal sind es wirklich ziemlich verrückte Geräusche, wie zum Beispiel das Tippen eines Taschenrechners. Geh also einfach mal auf YouTube, schau, welche Nischen halt aktuell ziemlich, ziemlich gut ankommen. ASMR-Videos kannst du auch zu ganz, ganz vielen verschiedenen Themen machen, und leg auf jeden Fall los, ohne dein Gesicht zu zeigen. Kanalidee Nummer 5 sind ganz einfach Musikvideos. Meiner Meinung nach gibt es einen richtigen und einen falschen Weg, mit Musikvideos auf YouTube Geld zu verdienen. Und der falsche Weg ist, Royalty-Free Music zu benutzen, beziehungsweise Musik, die du eben schon auf YouTube gefunden hast und die einfach unverändert hochlädst. Meiner Meinung nach ist das nicht der strebenswert, und du wirst damit höchstwahrscheinlich kein Geld verdienen. Wenn du zum Beispiel ein Musiker bist, kannst du die Musik selbst produzieren und auf YouTube hochladen. Dabei musst du dich natürlich nicht zeigen. Wenn du selbst dann nicht so talentiert bist, kannst du natürlich irgendeinen Bekannten beauftragen, der das Ganze ziemlich, ziemlich gut kann. Du kannst aber dir auch auf Fiverr zum Beispiel Freelancer buchen, die für dich genau solche Musikvideos erstellen. Ja, achte darauf, dass du eben die Musik zu einer ganz bestimmten Nische produzierst. Dieser Kanal macht es ziemlich gut. Er heißt Tim Jannes und er redet überhaupt nicht in seinen Videos, sondern lädt ausschließlich Musik hoch. Und der Grund, weshalb dieser Kanal eben so gut ankommt, ist, dass Jannes eben nicht Videos hochlädt mit irgendwelchen Titeln, nach denen niemand sucht. Er benutzt bestimmte Suchbegriffe bzw. Keywords, um eben
eben in der Suche ziemlich gut zu ranken, wenn Leute eben nach bestimmten Themen suchen. Zum Beispiel Peaceful Music, Relaxing Music und so weiter und so fort. Und das sind genau solche Songs, die Leute suchen, wenn sie zum Beispiel gerade in ihrer Hängematte ihr Leben genießen. Und dann packst du nur noch Stock-Footage über die Musik und schwuppsiwupps hast du ein fertiges Musikvideo, was du auf YouTube hochladen kannst. Kanalidee Nummer 6, wo du dich nicht zeigen musst, sind 360-Grad-Videos. 360-Grad-Videos sind Videos, wo der Zuschauer sein Handy bzw. Gerät bewegen kann und sich das im Video natürlich auch 360 Grad drehen kann. Und wenn du mal einen Beispielkanal sehen möchtest, schau dir einfach mal den Kanal 3DVR 360 Videos an. Die haben nämlich über 2,4 Millionen Abonnenten und kreieren genau solche 360 Grad Videos. Wenn du jetzt aber nicht gut im Animieren bist, ist das auch gar kein Problem, denn auch hier kannst du natürlich wieder auf Fiverr zum Beispiel einen Freelancer buchen, der genau für dich solche Videos animiert. Oder du kaufst dir eben eine 360 Grad Kamera, wie zum Beispiel diese GoPro Max, und nimmst einfach irgendwelche Dinge in 360 Grad auf. Zum Beispiel Achterbahn, Motorrad oder Autofahren. Wie du sehen kannst, fährt dieses Auto einfach nur mit einer 360 Grad Kamera durch New York, ohne zu sprechen oder sich zu zeigen, und dieses Video hat eben über 2,5 Millionen Aufrufe generiert. Du hörst mich jetzt immer von den ganzen Aufrufzahlen reden, aber wie viel verdient man denn mit so vielen Aufrufen? Und du wirst jetzt vielleicht ein bisschen schockiert sein, denn die meisten YouTube-Kanäle verdienen deutlich mehr als ein ganzer Vollzeitjob. Sie generieren Hunderttausende bis Millionen Euro jedes Jahr. YouTube spielt nämlich vor deine Videos Werbung aus und davon kriegst du einen prozentualen Anteil. Und übrigens, ich verlinke euch hier oben ein Video, da zeige ich euch 5 YouTube-Video-Ideen, die das meiste Geld bringen pro 1000 Aufrufe. Also schau dir das auch auf jeden Fall mal an, wenn du mit YouTube wirklich vorhast, richtig viel Geld zu verdienen. Kanalidee Nummer 7 sind Stadtdurchgänge. Hier schlenderst du einfach nur durch irgendwelche Städte und nimmst das Ganze auf. Das kannst du zum Beispiel ganz einfach während dem Urlaub machen. Wenn du also ein Mensch bist, der ziemlich oft und gerne verreist, dann kauf dir doch einfach noch eine Kamera und film das Ganze. Diese Art von Videos bringt dir sehr viel Geld, ohne dass du ein einziges Wort reden musst. Dieser Kanal hier namens Globetrotter Alpha hat über 200.000 Abonnenten mit genau diesen Videos generiert. Und was ist, wenn ich dir sage, dass dieser Kanal bisher nur 27 Videos auf YouTube hochgeladen hat? Und mit diesen 27 Videos hat er bereits 270.000 Abonnenten aufgebaut. Weil er natürlich die 100.000 Abonnenten geknackt hat, hat er einen silbernen Playbutton bekommen, den ich übrigens auch mehrfach hier bei mir zu Hause rumhängen habe. Kanalidee Nummer 8 sind Zeichnen-Videos. Videos, in denen du zeigst, wie man bestimmte Dinge zeichnet, schauen sich Leute sehr, sehr oft und gerne an, weil sie halt eben genau das lernen möchten. Mit solchen Videos kannst du jeden Monat viele Millionen Aufrufe erhalten. Und in diesen Videos musst du dich nicht zeigen oder ein einziges Wort sprechen. Dieser Kanal hier namens How to Draw hat genau mit solchen Videos 270.000 Abonnenten aufgebaut. Eine andere Art von Content in dieser Nische sind Speed-Drawing-Videos. Also wenn du zum Beispiel selbst gut zeichnen kannst oder jemanden kennst, der sehr, sehr gut zeichnen kann, kannst du ihn natürlich auch fragen, für dich diese Videos aufzunehmen. Dort zeigst du einfach nur deine Hand und wie du halt eben zeichnest. Das Video spielst du dann natürlich schneller ab in deinem Editierprogramm und schwuppsiwupps hast du schon ein Speed-Drawing-Video. Die Menschen müssen hier also nicht stundenlang zuschauen, wie du halt eben eine bestimmte Figur zeichnest, sondern können sich das Ganze in wenigen Minuten anschauen. Viele Leute finden das nämlich ziemlich befriedigend und du kannst damit auf jeden Fall eine riesige Reichweite online aufbauen. Kanalidee Nummer 9 sind Lifehacks. Das ist eine der Top-Nischen auf YouTube und das Beste daran ist, dass du dich noch nicht einmal zeigen musst. Denn dieser Kanal namens 5-Minute-Crafts redet noch nicht einmal selbst in seinen Videos und war vor kurzer Zeit der schnell wachsendste Kanal auf ganz YouTube. Und du musst dich dabei noch nicht einmal selbst filmen, sondern kannst auch hier wieder natürlich jemand anderen beauftragen, der für dich diese Lifehacks aufnimmt. Es gibt sogar Leute auf Fiverr, die genau das anbieten, solche Lifehack-Videos für dich aufzunehmen. Denen zahlst du dann eben einen kleinen Betrag, erhältst aber ein Vielfaches an Einkommen wieder durch die YouTube-Werbeeinnahmen. Kanalidee Nummer 10, wo du dich weder zeigen musst noch sprechen musst, sind Drohnenaufnahmen. Wenn du also eine Drohne besitzt oder jemanden kennst, der eine Drohne hat, dann kannst du natürlich mit dieser Drohne über super, super schöne Gegenden fliegen und das Ganze auf Video aufnehmen und letztendlich auf YouTube hochladen. Oder zum Beispiel generell Orte, für die sich Leute interessieren. Und diese Aufnahmen lädst du dann ganz einfach auf YouTube hoch und ehrlich gesagt können solche Drohnenvideos wirklich Hunderttausende bis viele Millionen Aufrufe generieren. Kanalidee Nummer 11 sind Gärtnervideos. Es gibt da draußen super viele Gärtner-Videos, die Hunderttausende bis Millionen Aufrufe erhalten. Und du musst dich dafür noch nicht einmal zeigen. Entweder du hast einen eigenen Garten oder kennst jemanden, der einen Garten hat und dort gehst du dann einfach hin und filmst dich, wie du halt bestimmte Gartenaufgaben machst. Viele Leute finden es super interessant, dabei zuzuschauen und du kannst damit noch eine Menge Geld verdienen. Kanalidee Nummer 12 sind Technologie-Tutorials. Du kannst eine komplett kostenlose Software namens OBS Studio herunterladen, um deinen PC-Bildschirm aufzunehmen. Dort kannst du dann verschiedene Softwares erklären, wie man sie zum Beispiel
Beispiel am besten benutzt. Und diese Videos können nämlich auf Dauer richtig, richtig viele Aufrufe generieren. Dieser Kanal hier zum Beispiel namens Urim Berisha hat damit über 160.000 Abonnenten aufgebaut. Und das ohne in seinen Videos zu sprechen oder sein Gesicht zu zeigen. Er zeigt zum Beispiel, wie man seinen Desktop-Hintergrund ändert. Und sogar viele Handys bekommen mittlerweile vom Werk aus die Funktion, den Handybildschirm aufzunehmen. Das funktioniert also nicht nur am PC, sondern du brauchst dafür lediglich ein Handy. Kanalidee Nummer 13 sind Haustouren. Wenn du dir jetzt mal eine Haustour auf YouTube anschaust, bemerkst du, dass die meisten in ihren Videos gar nicht reden, sondern einfach nur das Haus zeigen. Viele Menschen schauen sich diese Videos nämlich einfach nur an, um zu sehen, wie einige Häuser da draußen ausschauen. Eine gute Möglichkeit, viele schöne Häuser von innen und außen aufzunehmen, ist, sich mit einem guten örtlichen Makler eben zu partnern. Wir dürfen dann quasi in dem Fall die Videos filmen und verlinken ihn halt eben in seiner Videobeschreibung, und das ist eine Win-Win-Situation. Somit bekommt er möglicherweise neue Käufer und wir bekommen natürlich damit super, super viel Reichweite. Kanalidee Nummer 14, wo man sich weder zeigen noch sprechen muss, sind Gaming-Walkthroughs. Wenn du jetzt schon ein Gamer bist oder es in der Zukunft vorhast, ist diese Nische möglicherweise richtig cool für dich. Du kannst nämlich auch Gaming-Videos hochzuladen, ohne dich zu zeigen oder sogar zu reden. Dieses Sonic the Hedgehog Walkthrough-Video hat über 1,5 Millionen Aufrufe generiert. Und ratet mal was, genau in diesem Video hat keiner gesprochen. Bevor du damit aber startest, schau doch mal in die Richtlinien des Spiels und such da mal eben nach den Copyright-Regeln, um zu schauen, ob du dieses Videospiel überhaupt auf YouTube veröffentlichen darfst. Dort musst du dann schauen, ob du dieses Videospiel auch für kommerzielle Nutzung hochladen darfst. Das heißt nämlich, dass du letztendlich mit dem Video auch Geld verdienst. Kanalidee Nummer 16 sind Haustier- bzw. Tiervideos. Wenn du nämlich ein Tierliebhaber bist, kann diese Nische sehr gut für dich funktionieren. Du kannst entweder deine eigenen Tiere filmen oder du kannst jemanden fragen, der Haustiere hat, und die filmen. Filme sie, wie sie lustige Dinge tun oder wie ihr gemeinsam lustige Sachen erlebt. Und es gibt einen haufenweise Kanäle, die damit richtig viel Geld verdienen. Kanalidee Nummer 17, wo du dich weder zeigen musst noch sprechen musst, sind ganz einfach Faktenvideos. Dieser Kanal namens Dark5 erstellt Top 5 Videos über mysteriöse Fakten. Und wenn man sich diese Videos mal anschaut, bemerkt man, dass in diesen Videos gar nicht gesprochen wird. Und dennoch bekommen diese Videos Millionen an Aufrufen. Zum Beispiel dieses Video mit dem Titel Die 5 mysteriösesten Fotos vom Mars hat über 21 Millionen Aufrufe generiert und niemand hat in diesem Video selbst gesprochen. Es waren nur Bilder in einer Slideshow und einige Texte wurden drüber gelegt. Kanalidee Nummer 18 sind Workout-Videos. Wenn du entweder selbst Workouts machst oder jemanden kennst, der das gerne tut, dann kannst du natürlich die Chance nutzen und dir daraufhin einen YouTube-Kanal aufbauen. Dort können sich halt eben deine Zuschauer diese Workouts anschauen und vielleicht selbst sogar nachmachen. Ein Kanal, der genau das tut, ist Colin der Creator. Er hat über eine 250.000 Abonnenten generiert und das nur mit Videos, in denen er sich filmt, wo er gerade Workouts macht. Und in diesen Videos spricht er noch nicht einmal. Kanalidee Nummer 19 sind Yoga-Videos. Genauso wie bei Workout-Videos kannst du dich entweder selbst dabei aufnehmen oder dich mit jemandem partnern, der das bereits ziemlich gut beherrscht, und so kannst du dir auch einen Yoga-Kanal aufbauen. Das kann eben auch sehr lukrativ sein. Kanalidee Nummer 20 sind Flugzeugspotting-Videos. Wenn du schon an einem Flughafen wohnst, kannst du das natürlich direkt in deiner Nähe machen. Ansonsten musst du zu dem nächstgrößeren Flughafen reisen und kannst dort einfach Flugzeuge filmen, die landen und abheben. Es gibt auf YouTube eine riesige Fangemeinde, die sich genau für dieses Thema interessiert, und vielen macht das eben auch super, super viel Spaß, so einen YouTube-Kanal zu betreiben. Zum Beispiel dieser Kanal namens HD Melbourne Aviation hat fast 500.000 Abonnenten damit, und das eben mit genau solchen Videos, wie ich euch gerade eben erklärt habe. Und wenn sich viele Leute für Flugzeuge interessieren, gibt es natürlich auch super, super viele Leute, die sich für Autos interessieren. Und das bringt mich natürlich direkt zu Kanalidee Nummer 21, auf den du dich weder zeigen noch sprechen musst, und das sind Carspotting-Videos. Und wenn du auf YouTube nach Carspotting-Videos schaust, findest du super viele Videos, die über 100.000 Aufrufe generiert haben. Und sie filmen grundsätzlich nur Sportwagen, die sie auf der Straße sehen. Und wenn du zum Beispiel zu einem Autotreffen fährst, findest du da ziemlich viele coole Autos, die du aufnehmen kannst, auf YouTube hochladen kannst und dir somit eine große Reichweite aufbauen kannst. Kanalidee Nummer 22 sind Kreuzfahrtschiff-Walkthroughs. Wenn du also mal eine Kreuzfahrt buchst oder generell das öfter machst, dann kauf dir auf jeden Fall eine Kamera und film dich dabei, wie du eben durch das Kreuzfahrtschiff läufst und verschiedene Spots aufnimmst, wie zum Beispiel einen Swimmingpool. Diese Art von Videos können nämlich nachweislich Millionen an Aufrufen generieren, ohne dass du dich zeigen oder sprechen musst. Kanalidee Nummer 23 ohne Stimme sind Farm-Videos. Und dieser Farm-Channel hier hat 380.000 Abonnenten generiert, indem er sich bei der Arbeit auf dem Feld gefilmt hat. Wenn du also entweder selber landwirtschaftlich aktiv bist oder Freunde hast, die genau das tun, dann könnte so ein Kanal für dich auch sehr lukrativ sein. Kanalidee Nummer 24 sind Experimente. Und das können Videos sein, in denen du wissenschaftliche Experimente testest. Und Kanäle wie Max Hacks tun genau das. Sie haben damit über 840.000 Abonnenten gesammelt. Und sie reden gar nicht in ihren Videos, sondern filmen nur ihre Experimente. Kanalidee Nummer 25 sind Fischervideos. Wenn du entweder selbst gerne fischst oder jemanden kennst,
bist, der das tut, dann kannst du einfach eine Kamera mitnehmen und dir einen Kanal aufbauen wie Hot It Possible. Er filmt sich einfach nur dabei, wie er Fische fängt und generiert damit echt viel Geld. Kanalidee Nummer 26 sind Outdoor-Videos. Du kannst dich hier zum Beispiel filmen, wie du bestimmte Dinge im Freien tust. Zum Beispiel, wie man in der Wildnis gut überleben kann. Damit kannst du dann ziemlich viele Aufrufe generieren, was dir wiederum richtig viel Geld bringt. Und dieser Kanal namens DIY Garden Channel zeigt uns, wie man bestimmte Bäume oder Büsche anpflanzt. Und sie reden noch nicht mal in ihren Videos, während sie 23 Millionen Aufrufe jeden Monat erzielen. Kanalidee Nummer 27 sind Tauchvideos. Kanäle wie dieser namens Doll My D produzieren auch Tauchvideos, wo sie sich einfach beim Tauchen filmen. Sie schneiden sich einfach eine sogenannte GoPro-Kamera um den Kopf herum und können somit sehr, sehr gute Unterwasservideos aufnehmen. Dort zeigen sie dann, wie sie verlorene Dinge finden, wie zum Beispiel Handys oder noch teurere Dinge. Er hat fast 13 Millionen Abonnenten auf seinem Kanal und spricht in keinen seiner Videos. Du musst das Ganze natürlich nicht unter Wasser machen, sondern kannst das Ganze auch auf dem Land machen, wo du zum Beispiel mit einem Metalldetektor coole Dinge findest. Und in diesen Videos musst du eben nicht zwingend dein Gesicht zeigen oder sogar sprechen. Und Schatzjagd ist unsere 28. Kanalidee. Unsere 29. Kanalidee sind Survival-Bauten. Du hast vielleicht schon Kanäle gesehen wie dieser hier, der 10 Millionen Abonnenten hat und genau solche Videos produziert, wo er bestimmte Gebäude im Freien baut. In ihren Videos reden sie kein einziges Wort, sondern filmen sich einfach nur dabei, wie sie eben outdoor bestimmte Dinge bauen. Und auch hier musst du dich nicht zwingend zeigen. Du kannst auch hier natürlich wieder jemanden beauftragen, der genau solche Bauten für dich erledigt und einfach seine Arbeit dabei filmt. Du kannst aber natürlich auch Videos produzieren, wo du zeigst, wie man in der Wildnis überlebt. Oder du kannst zum Beispiel auch generell solche Survival-Videos produzieren, wo du dich nicht zwingend zeigen oder reden musst. Kanalidee Nummer 30 sind befriedigende Videos. Und dieser Kanal hier namens Oddly Satisfying hat damit über 2 Millionen Abonnenten aufgebaut. Und sie produzieren befriedigende Videos, Satisfying-Videos, in denen sie verschiedene Sachen tun, wie zum Beispiel Sachen kaputt machen oder aber auch Gegenstände säubern. Und es stellt sich heraus, dass viele Leute solche Videos sehr, sehr befriedigend finden und diese Videos auf YouTube sehr gut performen. Kanalidee Nummer 31 sind Holzarbeiten. Und Kanäle wie dieser namens H. Carpenter produziert genau diese Art von Videos. Wie er zum Beispiel einen Holztisch aufbaut. Und diese Videos, wo er sich weder zeigt noch spricht, bringen ihm jeden Monat 4 Millionen Aufrufe, was einen fünfstelligen Gewinn bedeutet. Sagen wir mal, dass dieser Kanal pro 1000 Aufrufe 5 Euro verdient. Dann macht dieser Kanal jeden Monat 20.000 Euro und das müsst ihr euch mal auf eurer Zunge zergehen lassen. Kanalidee Nummer 32 ist Papierkunst bzw. Origami. Du kannst das ganz einfach aufnehmen, indem du simple Dinge zusammenfaltest, wie zum Beispiel Papierflieger und das auf YouTube hochlädst. Du kannst dir natürlich Origami-Kunst auch online aneignen, kannst da ein paar Stunden ein bisschen rumprobieren und kannst das Ganze dann auf YouTube hochladen. Diese Videos bekommen echt viel Aufrufe, weil viele natürlich danach auch suchen. Dieser Kanal hier namens Paper Planes Channel macht genau das und hat damit über 200.000 Abonnenten aufgebaut. In dem Video, wo er zeigt, wie man einen Papierflieger bastelt, hat er über 8 Millionen Aufrufe generiert. Wenn du also gerne Papierflieger bastelst oder Origami beherrschst, ist das eine mega coole Nische für dich. Bevor ich dir jetzt die letzte Nische zeige, vergesst auf gar keinen Fall an meinem 1-Euro-Training teilzunehmen. Ja, das verlinke ich euch in der Videobeschreibung und dort zeige ich euch, wie ich es geschafft habe, mir über 27 gesichtslose, automatisierte YouTube-Kanäle aufzubauen. Das ist eine einmalige Chance, also den Link findest du jetzt in der Videobeschreibung. Kanalidee Nummer 33 sind Reisevideos. Und dieser Kanal namens The Luxury Travel Expert spricht noch nicht mal in seinen Videos. Er filmt sich einfach nur, wie er durch schöne Städte oder Länder reist und damit generiert er jeden Monat über 2 Millionen Aufrufe. Stellt euch mal vor, ihr verdient Geld mit solch tollen Reisen. Und wenn ihr jetzt noch mehr über gesichtslose YouTube-Kanäle erfahren möchtet und wie ich es geschafft habe, mir dort ein wirklich sehr, sehr profitables Online-Business aufzubauen, dann schau dir jetzt direkt mal im Anschluss dieses Video an. Das ist quasi ein kostenloses Training hier auf YouTube, was ich hier eben hochgeladen habe, wo ich dir wirklich Step-by-Step zeige, wie das funktioniert.